Jo Leute, bevor das Video startet, möchte ich euch noch eine wichtige Information auf den Weg geben. Und zwar ist das nachfolgende Video bereits vor einigen Wochen aufgezeichnet worden und dementsprechend gibt es hier einige Fehlinformationen, wie beispielsweise der Klemmbaustein und Gaming-Content. Dieser wird ab sofort nämlich nicht mehr auf dem Main-Channel 2tag Berliner kommen, sondern auf dem Kanal 2tag Berliner zockt. Link dazu ist in der Beschreibung. Ich hoffe dennoch, dass euch das Video gefällt und wünsche euch einen schönen Karfreitag. Eure 30 Cent Brause. So Freunde, moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Fahrvideo hier auf dem Kanal. Oh, mit dem Gärtchen. Ich mache noch die Kamera hier ein bisschen aus, ich hoffe, ihr könnt genug sehen. Ich hoffe, die Scheibe ist jetzt sauber, wenn wir jetzt gegen die Sonne fahren, dass das Bild nicht wieder ganz so hässlich ist wie beim letzten Mal, weil da waren doch schon sehr viele, die war sehr schwierig. Ich habe die jetzt von innen und von außen mit Glasreiniger ein bisschen abgewischt. Ich, Vollidiot, sein Urgroßvater, habe aber... noch ein bisschen kalt. Hab natürlich die Rolle genommen, wo das wenigste Papier noch drauf war. Zu Hause gewinnen nur noch drei Blätter drauf. Ja, hat aber gereicht. Also hier ist noch so ein kleiner Streifen, ob ihr den seht in der Aufnahme. Das von außen. Da ist jetzt halt so. Aber der stört jetzt nicht zu sehr beim Fahren. Aber ich denke, man sieht, sollte das Bild auf jeden Fall besser sein. Als wie beim letzten Mal, hoffentlich. Und wo fahre ich heute hin? Wer hätte es gedacht? Zur Arbeit. Er hat mir mal letztes Jahr gesagt, euch ist es egal, ob ich da zehnmal zur Arbeit fahre oder nicht. Denn der Tag ist ein anderer, das Wetter ist ein anderer immer, der Verkehr ist etwas anders und euch stört es nicht, wenn ich das nochmal filme und nochmal gefühlt. Und da ich heute, da es heute nochmal so der vorletzte Tag ist, wo es nochmal warm wird, also morgen wird es auch nochmal warm, werde ich auch nochmal den Trabi dann rausholen. Aber dann mache ich da wahrscheinlich dann kein Fahrvideo zu. Ich glaube, drei Fahrvideos reichen dann erstmal wieder. Dass dann mal als nächstes, wie gesagt, der Simson-Content mal endlich auch anfängt. So, der hat Bock immer noch ziemlich rum hier, weil er, wie gesagt, noch kalt ist. Und langsam wird es ein bisschen besser. Ja, und von daher wollte ich euch nochmal mitnehmen. Heute nochmal zur Arbeit. Dann habt ihr drei Fahrvideos gehabt. Dann habt ihr auf jeden Fall erstmal ein bisschen Spaß gehabt wieder. Und ich habe mal den Content wiedergebracht, womit der Kanal ja mal angefangen hat. Denke ich mal auch wichtig. Ne, dass man auch die Fahrvideos nicht zu doll vernachlässigt. Ich weiß halt nur nicht, muss mir jetzt mal im Sommer mal Gedanken machen, wo kann ich noch hinfahren. Ich habe mir den Wagen ja auch bei TÜV. Und wenn ich den TÜV dann, wenn ich beim TÜV bin, werde ich mir auf jeden Fall dann auch ein H-Kennzeichen besorgen, dass wir damit gerne mal in die Innenstadt fahren können, ohne Einschränkung. Und dann kann ich euch da noch zwei, drei Sachen auch mal zeigen. Wobei wir schon im Voraus mit der Simson, wenn sie bis dahin schon fertig sein sollte, mit der Simson auch schon machen können. Ja, weil ich tippe mal, dass die eher fahrbereit sein oder vielleicht dann schon eher fährt. Wir müssen mal gucken mit den ganzen Teilen, die ich da noch brauche bei der Simson, inwiefern das dann Sinn macht und wie schnell ich da vorankomme. Oder ob ich dann doch erstmal mehr Altteile wieder dran verbaue, bevor ich mich um die, ja, bevor ich dann die Teile austausche, aber einfach, dass die erstmal fahrbereit ist. Ich will ja zum Beispiel diese Tintenlampe haben. Heißt die ja im Ostjargon. Ich habe jetzt diese platte Lampe dran, ich will aber dieses Tittengedöns haben und die ist halt ziemlich teuer. Aber die alte Lampe tut es ja theoretisch gesehen ja erstmal noch. Von daher kann man die ja trotzdem erstmal rantüdeln wieder. Und dann sind da schon mal 150 Euro wieder gespart, die ich ausgeben müsste, bevor es Ding wieder fährt. Und die Lampe können wir jederzeit auch noch nachträglich theoretisch tauschen. Die Karre war ja an sich vollständig, dass man sich vielleicht erstmal nur auf den Rahmenlackierung konzentriert. Die Sachen erstmal tauscht, die wichtig sind. Wie diese ganzen Motorlager und Buchsen da, ne, dass der Motor wieder gerade drin sitzt. Der ganze Kettenantrieb neu, der ist nicht so teuer. Ne, und so eine Geschichten alles. Und man dann damit erstmal die Karre überhaupt wieder zum Fahren bringt. Das Tankset kann ich mir auch schon holen. Aber das, ihr habt gesehen, wir haben ja den Livestream gemacht, wir waren über 1000 Euro. Ja, wir waren über 1500 Euro gewesen, wenn ich es noch richtig in Erinnerung hatte. Was ich da theoretisch noch an Teilen bräuchte, da habe ich noch die Hälfte vergessen. Ihr seht, da ist noch einiges an Ausgaben. Ich hätte das Geld jetzt zwar mir so auf einen Schlag zu bestellen, aber ich würde es eigentlich so peu à peu ausgeben. Aber wenn wir die Karre natürlich schnellstmöglich zum Fahren haben wollen, müssen vielleicht dann doch das ein oder andere alte Teile erstmal ran. Die alten Stoßdämpfer, die alte Telegabel, die ganzen Sachen zum Beispiel.
und dann kann man die immer noch neu machen später. Die haben ja noch an sich funktioniert. Also wenn dann halt schon mal Kosten, die ich mir sparen kann, erstmal. Gut, aber das soll gar nicht eigentlich Thema dieses Videos werden. Ich muss daher gleich aufpassen, dass ich mit dem Trabi nicht falsch fahre, weil ich habe jetzt inzwischen eine neue Fahrroute immer hier zur Arbeit, habe ich ja schon 8 Mal angeteasert. Wie gesagt, wir können diese leider nicht abfahren, da ich keine Umweltplakette besitze beim Trabi. Das heißt, wir fahren unseren gewohnten Weg, beziehungsweise kein H-Kennzeichen habe. Von daher fahren wir da lang wie immer, aber nicht mehr über die Seestraße, die ist mir zu voll. Wir versuchen, die so gut es geht zu meiden. Und ja. Was ist denn hier schon los? Ist noch rot, mein Bruder. Boah, ich habe mega Durst, ey. Ich habe Kopfschmerzen. Ich habe erst nur 2 Tassen Kaffee getrunken heute. Ihr wisst, Kaffee entwässert. Puh. Naja. Eine halbe Stunde noch bis zur Arbeit ungefähr, wenn es leer ist oder der Trabi nicht aufgibt und dann kann ich was trinken. Kann ich mich vollschütten mit Flüssigkeit. Jetzt haben wir natürlich blöderweise hier diesen tollen Transporter vor uns. Sieht man immer nicht viel. Ach so, und an den einen, ich glaube, der Zuschauer, ich glaube, Lukas war das. War das Lukas? Ich weiß nicht mehr. Jemand hatte mir jemand geschrieben in den Kommentaren, was ich sehr witzig fand, dass mein Motor schon durch ist. Und ich mir doch mal die Videos anschauen sollte, wie sich da der Motor anhört. Witzigerweise, ich glaube, ich habe es auch schon mal erwähnt, du warst der Einzige, dem es aufgefallen ist in der Ausführung oder in dem Umfang. Dieses Quietschen und Vibrieren und Klappern, was du hörst, das ist vom Trabi an sich, das ist von der Karosse. Der Kühlergrill quietscht vorne mit, warum auch immer, ich habe keine Ahnung. Und die anderen Geräusche kommen von der Lüftung und von der Lichtmaschine. Also für mich klingt der, oh, da vorne ist voll. Für mich klingt der Kern gesund, der Motor, anscheinend für alle anderen auch. Ich kann mich natürlich auch täuschen, ich weiß es nicht, ich habe da nicht so viel Ahnung von. Aber für mich klingt der sauber und ich weiß, wie Max von seinem Trabi, bei Max Beachhop der Trabi geklungert mit dem halbtoten Motor. Und ich glaube, da ist Gerd momentan zumindest noch ganz weit weg von. Wird früher oder später passieren und kommen, klar. So, wir stehen natürlich hier im Stau. Natürlich wieder tolles. Ach man, entweder mache ich jetzt einen Cut oder ich lasse es drauf für euch. Weil hier brauchen wir jetzt bestimmt mindestens 5 Minuten, bis wir da rüberkommen. Über diese Pupampel hier. Aber gut, wir haben ja noch ein Thema, was wir besprechen wollen. Von daher kann ich ja das dafür nutzen. Und zwar wollte ich schon, was heißt längere Zeit ansprechen, ich muss es einfach mal ansprechen, weil ich glaube, das ist wichtig, weil viele kriegen das nicht mit. Wenn ich jetzt immer zu Hause ein Infovideo aufnehme, wo ich die und die Sache ankündige, die Infovideos schauen nicht so viele Leute, fahren wir mal rechts rüber hier, kommen wir hier schneller rüber. Das in den Infovideos ankündige, die schauen nicht so viele. Da sieht ja bloß ein Transporter, natürlich blöd jetzt für die Aufnahme, naja, egal. Wie gesagt, genau, die Ankündigungen kriegen nicht viele mit, weil die Videos ja nicht so doll geschaut. Deswegen packe ich jetzt so eine Sachen auch immer in Fahrvideos mit rein. Ja, ihr werdet mich dafür hassen, ich weiß. Aber was will ich ansprechen? Und zwar Thema so ein bisschen Veränderung auf dem Kanal, nennen wir es mal so. Und Sendeplan. Euch ist sicherlich aufgefallen, dass jetzt... Oh, Gerd, da kurz Zündaussetzer. Euch ist aufgefallen, nochmal von vorne. Dass sicherlich jetzt auch mal das ein oder andere hier kommt. Ne? Also wir sind von dem gewohnten Bild, was so andere im Kfz-Bereich machen, entfernen wir uns ein bisschen und machen so ein bisschen unser eigenes, oder ich mache so ein bisschen dann mein eigenes Ding hier langfristig. Oder will mein eigenes Ding hier mehr machen. Soll heißen, hätte auf der anderen Spur bleiben sollen. Genau das soll es heißen. Ich muss das Fenster aufmachen, es ist warm hier im Auto. Das kann ich, weil dann hören die alle zu hier. Und mich wieder rausgekommen. Also Veränderung, genau. Und möchte so ein bisschen eigentlich das machen, was ich möchte. Ich habe mich selber dabei ertappt, dass ich da versuche, dann auch das zu machen, was eher die Zuschauer wollen. Was ich aber so persönlich denke, was vielleicht nicht ganz richtig ist. Der Kanal hat ja auch damit angefangen, mit dem ich Lust hatte. Ja, sagen wir mal so. Und auch da hat es Leute gefunden, die es interessant finden. Und ziemlich viele schon gefunden. Momentan ist der Zuwachs natürlich eher schlecht. Wir haben eigentlich gar keinen Zuwachs. Kann zum Teil an mir selber liegen, durch die Simson-Videos, dass ich da viele vergrault habe. Kann auch daran liegen, dass ich zu wenig Schrauber-Videos in neuer Zeit nur noch hochlade. Oder halt eben in zu neue Gefilde vorstoße, nennen wir es mal, was die meisten Leute nicht interessiert. Standgas aber schlecht heute wieder.
ja, dass ich eben jetzt zu viele neue Sachen mit reinnehme in den Kanal, was die Leute nicht interessiert. Zum Beispiel am Dienstag momentan ja immer die Lego-Videos. Was ist mit Gerd los, Alter? Der wollte gerade gar nicht fahren. Keimt hier zu an der Ampel wahrscheinlich. Zündkerzen setze ich nicht, weil viel zu viel Öl jetzt drin ist vorne. Ein bisschen mal bei Laune halten hier den Motor. Oh Mann, ey. Bin ich wieder rausgekommen. Warte mal, ich will mir kurz hier erstmal auf das Anfahren konzentrieren, dass wir erstmal über die Ampel kommen. Das habe ich schon oft beobachtet, wenn du mit der Karre im Stau stehst, dass der dann immer keinen Bock hat, dann zu fahren. So richtig. Gut, wir haben ja gesehen, die Zündkerzen waren schwarz, also läuft zu fett. Müssen wir mal gucken, am wann das liegt. Der Vergaser hat kurz gehustet, war vielleicht kurz zu viel Sprit in der hier in der Vergaserkammer und in der Brennkammer drin. Ich führe es gleich weiter aus. Wenn wir den Typen hier los sind, dann können wir endlich mal, und bei dieser Scheißampel hier rüber sind, weiterfahren. War für euch wieder ein bisschen Action Jackson hier wenigstens. Ein bisschen zumindest. Ist immer eine Abenteuerfahrt mit dem Fahrzeug hier. So, jetzt komm, jetzt mach grün hier endlich, Mann. Geht mir ja auf den Sack hier. So, jetzt fahren wir auch. Der Bruder auch Gas an hier. Ich denke mal, eine Zündkerze wird abgesoffen sein oder irgendwas kurz. So, egal. Also, wie gesagt, Thema Veränderung. Dass dienstags zum Beispiel momentan immer ein Lego-Video kommt. Ja, hat damit zu tun, dass ich diesen Lego-Kram für mich als Hobby wieder neu entdeckt habe. War früher als Kind immer schon viel mit Lego getüdelt und habe das jetzt durch diese Fahrzeugserie, diese Creator-Expert-Serie, wie die bei Lego heißt, wieder für mich entdeckt, das Ganze. Mir macht es halt auch Spaß. Und so wie das ein Hobby ist, ist auch das Gaming ein Hobby. Da komme ich gleich noch dazu. Und auch das Schrauben ist ein Hobby. Und ich möchte den Kanal so ein bisschen vielleicht in eine andere Richtung jetzt so ein bisschen lenken zumindest, dass wir die ganzen Hobbys hier irgendwie miteinander vereinen. Ist eigentlich das Schlechteste, was du als YouTuber machen kannst, was ich herausgefunden habe und gelesen habe. So kunterbuntes Zeug auf einen Kanal zu schmeißen. Aber ich meine, andererseits, ich hatte zwar diesen Gaming-Kanal schon ins Leben gerufen, aber es macht halt keinen Spaß, einen Stream mit einem oder zwei Zuschauer zu machen. Und von daher möchte ich das Ganze gerne hier auf diesen Kanal halt rüberziehen, weil hier halt wenigstens dann 10, 20 Zuschauer pro Stream dabei sind, was dann deutlich mehr Spaß macht. Und da der Kanal schon im Ranking, im YouTube-Algorithmus, sag ich mal, ein bisschen besser ist, macht es dann halt auch mehr Spaß, wenn dann auch mal andere Leute noch dazukommen, die man vielleicht gar nicht jetzt, die fremd sind, die den Kanal noch gar nicht kennen. Klar ist dann wieder das Problem, okay, lassen vielleicht dann gerade mal ein neues Abo da, ja, abonnieren den Kanal und sehen dann, oh, warte mal, was macht der da für einen Scheiß, Lego und schraubt ja am Trabi, interessiert mich gar nicht, deabonnieren wieder. Gut, dann ist es so, dadurch ist natürlich der Wachstum vom Kanal eingeschränkt, aber ich sage mir mal, umso mehr dieser Content theoretisch auf dem Kanal wird, wenn man dann mal irgendwann, keine Ahnung, ich stelle mal eine Zahl in den Raum, übertriebenerweise sagt, okay, wir haben 50 Streams, wo ich mal gezockt habe mit Angie irgendwas, dann sieht ja derjenige auch, okay, er macht ja doch irgendwo Gaming, zwar nicht so viel, aber ab und zu kommt mal Gaming-mäßig was und ich find's witzig und da ist trotzdem ein Abo da. Ist jetzt wieder diese neue Kundenfalle, die ich da schon vor zwei Videos mal angesprochen habe, aber wie gesagt, das kommt jetzt zwar so rüber und theoretisch sage ich es auch gerade, soll aber für mich eigentlich, ich möchte einfach nur meine Hobbys auf dem Kanal mit euch teilen. Und wer dabei ist, schaut halt mit, ja, und sagt, okay, ich finde das auch witzig, wenn du mit Angie mal Mario Kart spielst oder irgendwas. Oder wenn du halt deinen Lego-Käfer da aktuell halt zusammenbaust. Und wem es halt nicht gefällt, der lässt eben ein D-Abo da. Oder viel einfacher, guckt eben diesen Content einfach nicht. Oder ist noch ein Trabi, seht ihr gerade nicht. Ein Himmelblauer mit weißem Dach. Ist hier gerade die Schönhauser quer lang gefahren. Oh, schön. Ja, auch ein Kombi gewesen. Und ja, dann lässt derjenige halt den Content weg und guckt es halt nicht. Und guckt halt dann am Freitag wieder. Das ist nämlich mit Sendeplan so ein bisschen meine. Zum Beispiel jetzt, wie gesagt, Dienstag kommt jetzt immer das Lego-Zeug, bis ich da irgendwann halt nichts mehr habe. Irgendwann haben wir von Lego da die 7, 8, 9, 10 Fahrzeuge durch, die es da gibt, die man bauen kann. Und dann lässt das auch irgendwann dann wieder nach. Und dann ist der Content sozusagen auch wieder weg vom Kanal. Aber solange das halt noch nicht der Fall ist und die halt noch was haben zu bauen, mache ich das auch. Und wir laden es auch hoch. Auch wenn die Videos nur nach, keine Ahnung, einer Woche 150 Zuschauer vielleicht hatten.
Das ist ja das, was ich bei Max bemängelt hatte, dass er sich halt zu doll an Klicks orientiert. Dann sind mir halt die Klicks egal, gucken es halt nur 150 Leute. Aber ich habe 150 Leute theoretisch halt trotzdem irgendwo dann glücklich gemacht, wenn sie das Video komplett schauen. Ne? Und das ist ja auch was. Und langfristig werden auch andere Leute auf diese Videos stoßen und die interessant finden. Klar, auf den ersten Blick passiert da ist natürlich jetzt nicht viel, wenn man sich rein an den Aufrufen, an den Kommentaren da orientiert. Aber mir macht Spaß, ich will es trotzdem für euch festhalten. Und die Hardcore-Abonnenten haben trotzdem was, was sie gucken können auf dem Kanal. Und die gucken auch dann zum Beispiel eben ein Lego-Aufbau-Video. Hauptsache, die haben irgendein Video von mir. Habe ich auch schon mehrmals erwähnt. Und daher macht es Sinn, irgendwo die Leute, die schon da sind, zufriedenzustellen, wenn die sagen, ey, mir ist egal, was du theoretisch machst, will ich einfach nur an deinem Leben so ein bisschen teilhaben, weil ich es interessant finde, ob das jetzt, wie gesagt, das Lego-Gaming oder der Trabi oder Simson oder was auch immer ist. Und dann haben wir doch auch schon ein paar Leute wieder glücklich gemacht. Klar, die meisten werden sagen, Alter, das finde ich total langweilig und dumm und lass das und ich werde deswegen deabonnieren. Das wäre das, was ich mit Veränderungen meine. Seid nicht immer nur kritisch Veränderungen gegenüber. Man muss auch mal neue Sachen probieren. Ich denke mal, das wird hier nicht zum sehr großen Erfolg führen, was ich jetzt mache. Das weiß ich auch selber. Dessen bin ich mir auch schon bewusst. Aber ich habe halt Spaß bei. Und wenn halt doch ein paar Leute von euch einschalten in den Streams bei Mario Kart und das mit mir und Angie, nee, an, der Esel nennt sich immer zum Schluss, mit Angie und mir ganz witzig finden, weil sie es geil lustig finden, wie wir dann ausrasten, wenn wir uns gegenseitig mit dem Panzer abschießen oder wenn wir online fahren gegen andere, das ist ja auch amüsant und witzig. Und dann der Chat noch dazu, kann auch witzig sein. Und alles im alles halt eine bunte, lustige Mischung. Dann hat man halt auch mal ein bisschen Abwechslung und das meine ich halt mit Sendeplan. Sicherlich, ich habe mir jetzt, ihr habt es bei Instagram gesehen, so eine Elgato Capture Card heißt das Ding bestellt. Seitdem das Foto online war, waren wieder 5 Abos weg. Keine Ahnung, ob das daran lag oder weil sich schon wieder sehr viele Bots momentan bei YouTube rumtreiben, dass es einfach an denen liegt. Dass deswegen auch, dass die Bots einfach gelöscht werden, deswegen die Abos verschwinden. Beziehungsweise gerade mein eines Weber-Grill-Video sehr stark im Kommen ist, was ich letztes Jahr mal gemacht habe. Das hat hier am Tag momentan 100 bis 200 Aufrufe jeden Tag, was sehr viel ist für meine Kanalgröße. Dass die Leute deswegen abonnieren, weil sie das Video interessant finden und dann feststellen, oh warte mal, der macht ja hier Sachen, die interessieren mich eigentlich gar nicht und deabonnieren deshalb wieder. Oder eben, wie gesagt, an der anderen Sache da liegt. Das weiß ich jetzt nicht. Ist jetzt auch nicht mein Interesse, das herauszufinden. Wer halt den Content im Gesamten lustig findet, lässt halt ein Abo da. Und wer sich sagt, nee, das ist nichts für mich, ich will halt, wenn dann nur Fahrvideos gucken, ja, muss halt dann mal auch mal einen Monat warten, bis wieder ein Fahrvideo kommt. Ne? So ist es dann leider. So, muss man gleich abbiegen, darf ich nicht vergessen. Jetzt habe ich ein Problem. Baustelle in 500 Metern. Ja, und es war mir auf jeden Fall mal wichtig, mal anzuschneiden, das Thema. Könnt mir gerne mal eure Meinung da reinschmeißen in die Kommentare. Ich weiß, die meisten Meinungen dazu werden eher negativ sein. Und die Leute wollen das auch nicht. Aber seht vielleicht auch einfach den Spaß für mich da dran. Und gebt mir einfach die Chance, mich da so ein bisschen zu entfalten mit. Dass man einfach den Kanal mal nutzt für Sachen, auf die man selber Lust hat. Weil wie gesagt, ihr habt das 50-Minuten-Video da von Max vor einem Monat circa gesehen, wo jetzt das Video für euch kommt, circa vor einem Monat wahrscheinlich. Er hat sich halt da beschwert. Ich habe es auch schon erwähnt gehabt. Ich würde jetzt eigentlich hier geradeaus weiterfahren, geht aber nicht, weil da die Umweltzone beginnt. Deswegen müssen wir jetzt hier wieder abbiegen mit dem Trabi. Da geht es nämlich viel schneller da hinten lang, habe ich festgestellt. Und ich glaube, auf Dauer ist das nicht gut. Ich habe das Gefühl, man merkt es ihm manchmal in manchen Videos an, nicht immer, aber auch in den Streams manchmal, dass er, wie gesagt, da immer irgendwie versucht, nur noch Content zu machen, um viele Klicks zu kriegen. Klar, er verdient damit sein Geld, hatte ich ja auch schon angeschnitten. Aber ich möchte da nicht so ganz in die Richtung wandern. Wie gesagt, wobei die Gaming-Streams theoretisch gar nicht mal so schlecht geklickt sind auf dem Kanal, die gehen sogar. Also was hat der erste Euro-Truck-Stream, der hat auch so irgendwie 350 Aufrufe nach einer Woche. Was okay ist, kann man sich nicht beschweren. Ja. Irgendwie schleift die Bremse hier beim Trabi. Ja, und sind ja dann Zahlen, womit man theoretisch auch arbeiten kann. Wie gesagt, bei den Lego-Streams könnte man sagen, okay, anhand der Aufrufe, lass das einfach. Dann wird es aber wieder auch von 150 Leuten welche geben, die sagen, ey, wo bleibt der Lego-Content? Ich hab den Kanal abonniert oder ich gucke dich, weil ich die Lego-Dinger trotzdem auch interessant finde. Ich will gerne Lego-Content sehen. Ja, und so ist es bei Max halt mit den Fahrzeugen, wo dann gemeckert wird, okay, ich möchte das Fahrzeug sehen, ich will dieses Fahrzeug sehen.
und er es aber nicht weitermacht, weil die Klickzahlen schlecht waren. Und das ist halt das, was ich meine, da sollte man sich vielleicht nicht zu sehr dran orientieren. Ich habe mich dabei jetzt auch erwischt und ich möchte aber eher das machen, worauf ich halt wirklich Lust habe. Und das ist eben im Allgemeinen sozusagen meine Hobbys einfach mit euch auch teilen. Sprich das Schrauben, sprich die Fahrvideos oder generell das Simson ist ja Schrauben, ja halt die Fahrvideos sonst oder eben auch das ein oder andere Gaming, der ein oder andere Gaming-Streamer, da fährt eine BVG-Fahrschule, das haben wir Spaß auf jeden Fall. Ja, der ein oder andere Gaming-Stream halt auch mal. Wie gesagt, geplant ist halt, dass wir versuchen, möglichst regelmäßig Sonntag mal einen Stream zu machen. Wird wahrscheinlich dann häufig mit Angie sein, weil alleine ist es für mich halt in der Woche nicht umsetzbar, da einen Stream zu machen, wenn ich Spätschicht habe oder auch Frühschicht. Wenn theoretisch die Primetime für einen Stream wäre, muss ich meistens ins Bett, weil wenn ich früh habe, muss ich um 5 aufstehen oder kurz oder 10 vor 5 sogar. Oh, der mit seinem BVG-Bus da vorne. Und da kann ich nicht bis 23 Uhr streamen oder so, das macht keinen Sinn. Und auch für mich selber macht es halt keinen Sinn. Will jetzt hier rüber? Ach, keine Ahnung. Ja, und von daher muss ich dann ab und zu mal am Nachmittag streamen. Da haben sich auch schon welche aufgeregt. Ja, und keiner guckt am Sonntag am Nachmittag um 14 Uhr einen Stream von dir. Da sind alle draußen unterwegs. Glaubt mir, da sind genug Leute, die auch nicht draußen unterwegs sind und das trotzdem gucken. Weil sie keinen Bock haben rauszugehen. Man kann nicht immer von sich selber auf andere spiegeln. Klar sind die Klickzahlen wahrscheinlich dann trotzdem niedriger, als wie sie sonst sein könnten zur Primetime, nenne ich es mal. Oh, der Bus. Aber im Großen und Ganzen ist halt dann nur für mich die Zeit. Ja, weil so spät von der Uhrzeit her kann ich nicht streamen. Momentan zumindest noch nicht. Und nicht mit der Arbeit hier aktuell. Wenn man mal einen anderen Job haben sollte, sieht es vielleicht nochmal langfristig anders aus. Aktuell muss ich halt ein bisschen gucken, wie ich es auch für mich zeitlich am besten unterkriege. Das sind halt leider so eine Zeiträume momentan halt eben das, was ich nur umsetzen kann. Ich setze hier eigentlich mal die Baustelle weg, die hier ewig war. Fast so aus. Wir können hier durchschippern. Früher muss man mal hier rechts rüberfahren. Ja. Und das war eigentlich mal so ein Gesamt, was ich euch mitteilen wollte. Wie gesagt, habt da jetzt keine Angst vor. Deswegen eben der Verweis auf den Sendeplan. Habe ich jetzt auch schon 8-mal angestimmt und glaube ich nicht zu Ende gebracht, richtig. Also wir werden, oder ich, wie gesagt, normaler Content habe ich auch ins Banner reingeschrieben. Immer Freitag, ne? Also die Schrauber-Videos sehen wollen, die kriegen auch definitiv weiter da ihren Content immer am Freitag. Und Dienstag oder halt am Sonntag mal ab und zu irgendwas mit Lego oder Gaming-Stream oder was weiß ich. Dienstag ist momentan halt Lego-Sachen. Wenn die Lego-Sachen irgendwann durch sind, mal andere Sachen, irgendwelche anderen Videos, die mir vielleicht mal spontan einfach, was jetzt vielleicht auch nicht unbedingt mit dem Auto zu tun hat, oder ein anderer Content, der mir da mal einfällt, Q&A-Videos oder sowas, gibt es ja auch ein paar Sachen, die man da machen kann. Ja, oder wir machen am Dienstag mal, wenn ich da Mittwoch frei habe, oder vielleicht mal dann mal so ein Gaming-Stream, vielleicht kommt auch mal ab und zu mal, wo ich irgendwas, ein lustiges Spiel mal zocke, was witzig ist, wo ich mal ein Let's Play, heißt das, aufnehme und das einfach dann mal hochlade an so einem Tag. Kann auch passieren. Ich habe da ein paar Ideen. Die neueste Idee habt ihr schon im letzten Video gehört. Ja, mit der Playlist, die ich da auch vorhabe. Da habe ich auch schon die erste Fahrzeuganfrage, habe ich sogar schon, vom MDE. Der möchte mir da schon ein Video schicken von seinem Trabi, wo ich mal drauf reacten soll. Das werden wir dann auch zeitnah bald mal machen. Wir dann auch halt mal so ein Content für Dienstag. Also am Dienstag immer hochladen können, dann so eine Videos, ne? Dass wir da mal so ein bisschen Abwechslung auf dem Kanal halt haben und nicht immer nur stur Schrauber- oder Fahrvideos kommen. Auch das wird irgendwann, glaubt mir, eintönig werden. Ne, ihr habt bei Max halt, habt ihr auch, der macht Lackiervideos, der macht seine Roadtrips, der holt irgendwelche Autos, zeigt seine Verkaufsautos, schraubt mal was, schraubt mal nicht. Was macht der noch? Macht irgendwelche Lava-Videos auch über Neuigkeiten, macht auch mal ab und zu einen Gaming-Stream, macht mal seinen normalen Livestream, macht seine Schrottplatz-Touren, macht seine Lost Place-Touren, weiß ich nicht, macht seine Fanpakete, der macht ja auch allerhand durcheinander querbeet. Ne? Und anscheinend funktioniert es ja auch. Klar, ja, der tankt vielleicht alles ein bisschen besser miteinander zusammen, was er da macht, als wenn ich jetzt hier einen Gaming-Stream mache. Aber bei den Gaming-Streams sollen hauptsächlich jetzt, also es kommen jetzt keine Spiele wie, keine Ahnung, Counter-Strike oder FIFA oder Call of Duty oder Fortnite, sowas werde ich nicht spielen. Sondern wenn soll es irgendwelche Spiele, was ich auch persönlich selber am liebsten auch nur spiele, halt Games sein,
was irgendwas mit Autos zu tun, dass wir wenigstens einen Bezug zu der Autogeschichte trotzdem noch irgendwo haben. Sprich, Euro Truck Simulator wird gerne geguckt momentan, zumindest stelle ich das so fest. Habe ich jetzt nochmal ein bisschen an der Stream-Qualität ein bisschen hochgeschraubt. Habe ich aber, glaube ich, auch schon erwähnt vorhin. Also das heißt, im nächsten Stream oder sowas oder übernächsten sollte dann auch mal die Qualität wieder ein bisschen besser werden. Bei den Euro Truck Streams oder generell bei so Gaming-Streams. Wie gesagt, die Elgato Capture Card eröffnet noch ganz andere Fronten oder Wege, Gaming-Streams zu machen. Plan ist mit Angie mal ab und zu, wie gesagt, ein bisschen Mario Kart. Ich denke mal, jeder von euch kennt Mario Kart, das ist auch eine ganz witzige Sache, das Spiel. Ich denke mal, hat man auch Spaß bei und kann da ausflippen und ihr könnt dann lachen. Wenn wir das live machen, ist bestimmt mega witzig. Ich habe da auch mega Bock drauf. Also für mich alleine das zu spielen, ist es langweilig. Mit Angie zusammen macht es schon deutlich mehr Spaß. Und wenn ich daran denke, ihr noch als Chat mit dabei, gibt dem Ganzen, glaube ich, dann noch das letzte bisschen Würze. Und es könnte, wie gesagt, eine lustige Sache werden. Von daher bin ich da auf jeden Fall offen für sowas, hab da halt auch Lust drauf. Und hab halt für mich selber auch festgestellt, seitdem ich mich seit zwei, drei Monaten ziemlich doll nur noch auf den YouTube-Kanal konzentriere, dass halt dieses Thema Gaming komplett bei mir untergeht. Und ich vermisse es aber auch so parallel so ein bisschen und würde halt gerne auch wieder mal ein bisschen zocken. Aber dann möchte ich halt mit euch zusammen zocken, weil dann kann man nämlich beides verbinden. Ja, und Leute, die halt Bock haben, sind halt dabei und die keinen Bock haben, sind halt nicht dabei. Ganz einfache Sache. Wieder bei dem Thema, wie gesagt, ich möchte gerne das machen, was auch mal mir Spaß macht und nicht nur, was die Community sehen möchte. Und irgendwann wird sich auch da eine gewisse Zuschauerschaft zu aufbauen, die dann auch trotzdem dabei sind. Manche sind vielleicht auch am Anfang sehr skeptisch, also nie für riesen Schlaglöcher. Manche sind da am Anfang vielleicht sehr, sehr skeptisch dem Ganzen gegenüber, dann schauen sie vielleicht mal aus Spaß in so einen Stream mal rein und stellen fest, boah, so scheiße ist das gerade, voll witzig, was die beiden da machen. Oder er auch mal alleine. Und sollte dieses Gaming-Thema auf diesem Kanal irgendwann größer werden und größere Ausmaße annehmen, als wie ich mir jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt, wo ich das ja aufnehme, vorstelle, dann können wir auch das Ganze wieder auf den anderen Kanal umlagern. Und momentan ist halt der Aufwand, zwei Kanäle zu betreiben, zu hoch. Weil du musst ständig bei OBS alles ändern, du musst bei OBS sämtliche Einstellungen ändern, du musst bei Streamlabs oder Stream Elements und wie die alle Seiten alle heißen, wenn ich die Alerts haben will, da muss ich auch zigtausende Sachen ständig ändern, bevor wir dann Stream starten können. Das ist mir alles momentan vom zeitlichen Aufwand her zu umfangreich. Ja, wenn ich irgendwann vielleicht, weil der Kanal sich entwickelt, auf welche Art und Weise auch immer, oder sich auch nicht entwickelt, also wir gehen mal von aus, er entwickelt sich vielleicht, damit in der Zukunft ein bisschen mehr Spielraum habe, zeitlich, weil ich eben vielleicht bei meiner Arbeit auf Teilzeit runtergehen kann oder irgendwas anderes. Dann kann man über sowas nochmal nachdenken, dann habe ich mehr Zeit, auch zwei Kanäle zu betreiben. Immer dann die Einstellungen vor jedem Stream 100 Mal zu ändern, damit es dann passt. Für denjenigen Kanal, ich muss mal gucken, ob man dann noch ein OBS doppelt installieren kann oder nochmal eine zweite Maske einrichten kann. Und man das dann nicht alles immer ändern muss, weil du musst jetzt mal den Stream-Schlüssel ändern, du musst die Alerts ändern dann vielleicht, du musst das Stream-Overlay ändern. Da sind tausend Sachen, die noch im Hintergrund mal mit abgehen, was der so gar nicht mitkriegt und gar nicht seht. Mache ich natürlich keinen Platz, ich würde gerne rechts fahren wollen. Und mit dem Trabi links auf der Autobahn macht jetzt nicht so viel Sinn. Ja, und so habe ich halt den Kanal jetzt mal geplant. So ist jetzt momentan mal die Ausrichtung. Ich hoffe, dass jetzt nicht alle von euch gleich ein W-Abo dalassen. Aber während wir uns jetzt auf die Autobahn hier begeben und ich halt keine Lust habe, den Motor zu überschreien die ganze Zeit, möchte ich praktisch damit das Thema jetzt auch abschließen. Ihr wisst, was auf euch so ein bisschen zukommt. Ihr habt das auch schon so ein bisschen beobachtet, das Ganze. Und ich bin gespannt, wer dabei bleibt oder wer sagt, nee, danke. Der Abo ist da, dann ist es so. Ein Beispiel vielleicht noch mal, habe ich glaube ich noch nicht erwähnt, der Knossi, wer den von Twitch kennt, der hat ja lange, lange Zeit, Knossi hat lange Zeit auf Twitch Casino-Streams gemacht und hat dann irgendwann mit diesen Casino-Streams aufgehört, weil er sagt, okay, er möchte sich auch neu ausrichten. Und weil er halt auch mehr Kinder anspricht, weil er hier Angelcamp und Weihnachtscamp und was weiß ich was für Camps da und hier Geistercamp oder Horrorcamp. Boah, ja, zittert wie Sau, wir sind ein bisschen freiblasen hier. Das wird richtig unruhig. Wird jetzt mal alles vorne frei brennen wahrscheinlich wieder. So, jetzt wird es ein bisschen besser. Und hat halt irgendwann gesagt, okay, ich möchte
weil der Content halt 18 plus ist und ich möchte nicht, dass Kinder das sehen, ja, was ja auch vollkommen richtig ist, und möchte halt diese Sachen auf diesem Kanal nicht mehr machen. Demzufolge haben viele Leute deabonniert, der ist jetzt umgeswitcht, macht jetzt auch mal ab und zu mal auch das ein oder andere Gaming, den ein oder anderen Gaming-Stream mit anderen großen Twitch-Streamern, ich werde jetzt keine Namen da nennen, und es läuft jetzt wieder. Also er hat ein paar Deabos gehabt, aber jetzt die Abozahl steigt wieder. Ich zähle mich dazu, ich habe auch sofort deabonniert, wo ich das mitbekommen habe, und habe aber jetzt inzwischen wieder neu abonniert, weil ich festgestellt habe, so schlecht ist es gar nicht. Ja, also lasst es einfach mal auf euch wirken, und dann, da winken mir welche zu, lasst es einfach mal auf euch wirken, wie ist das Ganze, und vielleicht ist es ja doch ganz lustig und ihr habt doch Spaß. Ja, das ist einfach nur mal als Beispiel, und jetzt würde ich sagen, ziehe ich mich so ein bisschen zurück. Und ihr könnt jetzt den Motor schreien hören hier. Und ich hoffe mal, dass Gerd so wieder gerade schon wieder anfängt rumzuzittern, dass wir hier am Kuhdamm noch ankommen, bevor es der Motor verreckt. Heilige Scheiße. So, Fenster ist noch ein bisschen auf. Ich hoffe, es ist nicht zu windig. Aber ich brauche hier ein bisschen frische Luft, sonst gehe ich hier ein. Es ist so warm hier. Ich hätte auf den einen Zuschauer hören sollen, die Heizung umstecken sollen schon. Aber heute Abend wird es wieder kühler. Und da ist die Heizung auch nicht schlecht. So. Und jetzt ein bisschen Sendepause für mich machen. Genießt ein bisschen den Motorschrei auf der Autobahn. Oder das Motorschreien. Boah, Gerd räuchert raus wie Sau hinten. Boah, sieht eine richtige Fahne. Der muss mal, der stinkt auch wie Sau. Okay, der brennt sich gerade mal richtig frei. Holy shit! Wichtig. Jetzt fährt er auch schon auf jeden Fall besser. So kriebelig, man hört es vielleicht. Hört auf jeden Fall schon sauberer jetzt. Alter, der ballert da hinten raus, ey. Aber jetzt wird es langsam weniger. So, wir fahren laut Tacho 90, also wahrscheinlich gefühlte 82. So, wir sind von knappen 100, naja, ja, war nicht, also laut Tacho 100, wenn es, ich glaube, es waren vielleicht dann 87 oder so, real gesehen. Der Tacho geht ab 80, geht ja ziemlich falsch, habe ich festgestellt. Die Autobahn ist erwartungsgemäß ziemlich voll. Aber heute Abend war es dann leer. Wobei, abends mache ich kein Fahrvideo, da fahre ich dann für mich alleine, weil ich habe gesehen, die Fahrvideos im Dunkeln machen keinen Sinn, man sieht halt kaum was bei euch da. Von daher lasse ich die. Wir beschränken uns aufs tagsüber aufnehmen. Hier sind wieder unsere Brüder, die zugewunken haben gerade. Rechts hier. Ja, die gar nicht hier. Schade. Ne, hat er nicht gecheckt. Ist ja jetzt der Fiesta hier neben mir sich rumpresst. Ich müsste jetzt nämlich mal langsam rüber. Ah, okay. Wir müssen nämlich gleich abfahren. Wenn die, die Fahrvideos kennen und den Weg zur Arbeit, die wissen das. So, jetzt fährt Gerd aber ganz angenehm. Das hat er sich freigeblasen. Hinten kommt immer noch ein bisschen was raus, aber ich denke, was noch bei der Geschwindigkeit auch nicht ganz so unnormal. Aber auf jeden Fall fährt er schwer deutlich ruhiger jetzt. Ich glaube, das war auch mal wichtig, hier mal auszubrennen mal wieder. Das wird ja noch ein bisschen länger die Fahrt hier machen auf der Bahn, aber das soll schon mal auf jeden Fall geholfen haben.
Er fährt sich gleich auf jeden Fall ganz anders jetzt. So, Abfahrt Kudamm. Hast du fein gemacht, der hat durchgehalten. Brava Trabi, sehr schön. Das heißt, ich kann heute Abend noch mal ein paar Liter hier reintanken. Dann fahre ich aber morgen auch noch mal zur Arbeit. Und dann wird auch das Wetter schon wieder ein bisschen schlechter. Aber dann wurde Gerd mal ein bisschen ausgeführt, wenigstens wieder. Denke mal, gar nicht so schlecht fürs Auto. Da fotografiert einer. Guck mal, der da fotografiert. So, bremsen gehen auch. Gucken, verzieht er. Ja, ganz leicht nach links. Da kann man die Spurrillen hier liegen. Also für den TÜV sind auf jeden Fall zwei, drei Sachen zu tun vorher noch. Jetzt ballert da noch raus, weil gut, der Motor ist immer noch warm. Ja, für den TÜV sind auf jeden Fall noch zwei, drei Sachen zu tun. Bin mal gespannt, ich hoffe, wir kriegen den aber dann ohne große Schwierigkeiten. So, dann haben wir doch schon geschafft hier. Gerd hat durchgehalten. Ich muss wieder Fenster machen, weil es mega warm ist hier drinnen. Boah. Ich werde die Heizung, mal gucken, vielleicht stecke ich sie morgen für den Hinweg um. Selber ein bisschen. Mein Gerd, das ist Licht an. Was macht der denn? Was macht der denn hier? Pissbirne hier. Was bist du denn für ein Vollidiot, Alter? Ja, du blöder Idiotensohn. Das ist der behindert. Ich sehe bei Gerd, aber ich muss kurz mal hier ranfahren. Oder? Täusche ich mich? Nee, das Licht ist aus. Ich dachte, das Licht ist an, aber ist gar nicht. Vorsicht, wieder rückwärts setzen. Irgendwie anscheinend durch die Sonne gerade eine Spiegelung. Eine ungünstige. Was war der Blinker? Das war das Blinkerlicht bestimmt, weil ich links geblinkt habe. Und da ja immer das Standlicht mit angeht, das habe ich wahrscheinlich da gerade gesehen. Okay, ich dachte schon, hier ist irgendein Elektrik wieder irgendwas im Argen und das Licht macht jetzt, was es will. Das wäre schlecht gewesen. Aber alles ist in Ordnung. Gerd macht das, was er soll, sonst ist bei uns da los. Voll ist es noch nicht. Ja, heute in Bayern haben sie jetzt wieder geöffnet. Zumindest die Pflanzenläden und sowas. Bin ich mal gespannt, wann sie das hier in Berlin machen. Angeblich wollen sie nicht öffnen, weil wenn Bayern ja immer vorprescht, dann zieht ja meistens Berlin dann immer irgendwann nach. Was ist das für ein Krauchopa jetzt hier wieder? Geh weg. So. Machen wir die meinem Arbeitskollegen hier oder auch nicht, weil die Leute daneben stehen gerade. Machen wir mal die Tür zu hier. Der Onkel will hier mal parken. Gut, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video. Ich beende das jetzt. Und wir sehen uns wieder im nächsten Fahrvideo. Lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da. Bis zum nächsten Mal, euer Zweitakt Berliner.